Moin Moin und hallo und willkommen nach Ewigkeiten mal wieder zurück zu einem Let's Play Single LS22. So! Ja, sorry, aber ich hatte echt so viel um die Ohren, weil mir hat sich so viel getan. Da habe ich einfach keine Zeit gehabt. Und jetzt habe ich ein paar Tage Urlaub. Und da werde ich auch mal das ein oder andere Livestreamchen anschmeißen. Wo ihr den Livestream sehen werdet, ist natürlich ganz klar auf Twitch. In der Videobeschreibung oder hier irgendwo vielleicht. Mal gucken, weiß ich nicht. Schauen wir mal. So, wir zocken die Hofbergmann. Zur Hofbergmann. Im LS17 habe ich sie gesuchtet wie ein Bescheuerter. Im LS19 waren die Skripte der Hofbergmann einfach pornös. Die waren einfach der Hammer. Aber die Karte erinnerte mich, ich weiß nicht, auch wenn sie nachher nicht mehr so aussah wie die Felsbronn-Karte, aber sie erinnerte mich einfach zu sehr. Lange Rede, kurzer Sinn. Für den 22er ist die Hofbergmann für mich wieder extrem hohes Suchtpotenzial, muss ich ehrlich sagen. Sie ist leider geil. Also, die Karte findet ihr bei uns im Discord in den Modperlen drinne oder auch bei LSFM. Ich hau hier mal ein paar Links unten irgendwo links, rechts, was weiß ich wo rein. Unten in der Videobeschreibung, so nennt sich das, habe ich doch noch nicht so ganz vergessen. Also in der Videobeschreibung hau ich das mal mit rein. So, es ist Juni, wir haben ein paar Kühe rausgebracht, ein paar Trockensteher. Die müssen natürlich auch erstmal mit Wasser versorgt werden. Also Fressen hatte ich eigentlich. Futter müssten die eigentlich haben, aber ich bin mir da nicht so ganz sicher. Ich habe beim Tracky Air auch angespamselt. Da brauche ich das ja gar nicht. Da brauche ich die Maus ja gar nicht so. Zack. Erstmal ein Stück vor. Taste N. So. Wenn das... Oh Mann, ich hab vergessen. Wenn schon. Den Futtermischer, den habe ich separat gesetzt. Der ist aus Bernies Bayern-Pack. Ja, weil das ist ein Futtermischer. So, wir haben auch schon ein paar Schweinchen. Und das Geile ist, die Schweinchen haben auch schon Nachwuchs bekommen. Wo sind sie denn da? Ich finde das so geil. Hallo. Ey. Also die Karte hat wirklich viel für mich, ja, wieder extremes Suchtpotenzial, wie im 17er. Echt. So. Ja, ein bisschen einstreuen könnten wir noch, ne? Jaha. Irgendwo flitzt hier der Bulle auch noch rum. Wasser läuft noch? Ja, läuft noch. Sag mal. Lass mal laufen. Jaha. Natürlich, wie man es aus der Hofbergmann kennt, gibt es auch hier wieder den super leckeren, nur hier bei mir, Heringskäse und Heringsbutter. Haben wir im Livestream ja schon hergestellt und auch schon weggebracht. Greta-konform mit dem Fahrrad. Ja, oha, Misten müssen wir ja auch noch bei euch, ne? Ja, machen wir nachher. Saufen habt ihr noch? Ja, meine Stimme geht flöten, ja, ha. Auch die Tanks. Den Tank und den Tank. Und jetzt kommen wir zum Highlight. Ich habe an der Karte ein bisschen was rumgebamselt. Es tut mir leid, aber es musste einfach sein. Und zwar, wenn ihr zu den NPCs geht, so wie den Herren da hinten, kam mir immer dieses Servus. Und für mich als Fischkopf passt das nicht. Also habe ich da selber mal was eingesprochen. Moin Moin. Moin Moin. Jetzt schnackt Hey Baten platt, ne? Also zwei Wörter. Die gleichen. Natürlich hat auch die nette Dame beim Dorfladen am Eck von mir was bekommen. Moin Moin, ihr Spacken. Moin Moin, ihr Spacken. Ich finde das gut. Moin Moin, ihr Spacken. Ne? Also, ist halt, ja, mein Humor, hätte ich vorhin gesagt. Weil ich habe das ein bisschen geändert. Habe ich auch, falls ihr das seht, Jungs und Mädels von LSFM. Das ist ja halt, ne, nicht böse gemeint, aber es ist nun mal nicht meins. So. Müssen wir aber los. Mit Servus. Und ne, wir kommen im Hofladen, was kann ich für sie tun? Ist nicht meine Welle, macht auch nichts.
das tut, falls ihr das mögt mit dem Service, ne, ist ja kein Ding. Ich fände das amüsanter mit dem Bacon. Moin Moin oder Moin Moin, die Spacken. Da mussten wir erstmal mit dem Morpher ein bisschen arbeiten. Komischerweise hat sich das aber nicht so ganz, also die Ausgabe sich, ja, egal. Anderes Thema. So, ich habe auch hier den Schrebergarten, mein Ruhepol, mein Zen-Garten. Hier. Mit Zen, nicht mit Senf, mit Zen, Zen-Erdbeeren. Ja, und meinem Zen-Brunnen, der mich dann tiefenentspannt macht. Was ich auch in letzter Zeit wirklich brauche. Aber wie gesagt, ich bin tierisch erfreut darüber, dass Vikate mich wieder so in ihren Bann gezogen hat. Also, schon leider geil. So, wir müssen jetzt erstmal... Ja, erstmal gucken. Aber Futter habe ich eigentlich... Ich muss nur einmal kurz... Brrr, Lotte... kurz kicken. Nahrung ist noch genug da. Habe ich hinten in die Raufe reingeschmissen. Gucken, ob hier auch alles in Ordnung ist auf dem Platz. Ja, wunderprächtig. So, zack. Zack. Wir drehen einmal auf der Wiese. Hätte ich auch rückwärts runterfahren können, aber mein Gott. Die hauen ja nicht ab. Sind ja nicht viel, sind nur sieben. Sieben Trockensteher. Ich liebe das Tracky eher, ne? Auch wenn es mich manchmal zum Wahnsinn treibt, aber ich finde, das ist für mich persönlich... Ja, must have. Man kann schon fast gar nicht mehr ohne. Viel zu schnell. Also mal, es gibt hier wieder... So, mal aufmachen. So, Wasser ab. Habe ich bei mir auf dem Sidepanel ja drauf. Also dieses Tracky Air ist für mich einfach ein hohes Suchtpotenzial. Ich merke das selber schon, wenn ich das eine ganze Zeit lang genutzt habe und dann das einmal nicht anhab, dass ich wieder mit der Maus arbeiten möchte. Oder, ja, das ist... Guck's... Also, nee. Vergiss es. Ich habe noch Bordsalat am frühen Morgen. Was? Voll? Mehr Geider nicht hin? Okay. Da sind ja auch nur sieben drauf. Ja, aber wir lassen, da wir ja gute sind. Erstmal hier zu, damit auch keine Viecher reinkommen. Schon wieder vergessen. Ebenfalls das für mich. Dieses Tracky eher wirklich. Ja, schon zur Standard geworden. Ne? Besonders für Frontladerarbeiten und sowas ist das Ding. Der Hammer. Habe ich den Schlauch abgemacht? Ah, ich wundere mich schon. Ich sage mal, was ist denn nun los hier? Kann nicht wahr sein. So. Die haben Futter, die haben Wasser. Ich muss noch mal kurz in den Zen-Garten. Gucken, was die Eckbeeren sagen. Meine Zen-Eckbeeren. Erdbeeren. Ich liebe Eckbeeren. Erdbeeren. Die Erdbeeren sind lecker. Gesund. So, mal kurz hier hin. Damit mir auch hier keiner von den wilden Autofahrern hier die Tür abfährt, schauen wir mal zu. Oha, kick die das an, doch.
hat Gerlinde schon Erdbeeren gepflückt hier. Kistenweise. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Kisten. Mit 180 Kilo. Mit einer Kiste 180 Kilo Erdbeeren. Hört euch mal das Geplätscher an. Müsst ihr euch mal geben. Gott. Geht noch weiter dann irgendwie drin, drückt die Blase. Wir haben ja schon ein, zwei Kaffee. Guten Morgen. Wie ein Startpiloten. Apropos Startpiloten. Flug noch einen Schluck Kaffee. Oh, damit die Stimmbänder auch geölt werden. So, nun weiter, weiter. Ich arbeite hier auf der Karte. Zack. Mit Proceed. Sprich für die Fahrgassen. Ist schon leider geil. Ich habe auch noch nicht Fälle. So, einstreuen wollten wir. Das heißt, wir müssen einmal die gute Schaufel hier von Pressen und Lade, schön von Vertex Design, mal wieder weg. Boom. Gibt's im Mod-Hub. Die Schaufel, die ist wirklich gut. Für Frontlader und für Radlader. Richtig schicke Sachen. Oder war die von... Ne, die war von Vertex Design. Genauso wie der Rauchdüngerstreuer. Den zeige ich euch gleich mal. Ich finde das Ding richtig geil. Wir müssen also sowieso hin. Ah! Ich muss auch meinen Dünger abladen. Nicht wundern, das sind 2-Tonnen-Säcke. Nicht? Ich zeige euch den mal. Ich finde den. Ich finde das Ding richtig geil. Ist nicht groß, also der geht auf 27 Meter. Der ist richtig geil. Und so viele Details da wieder dran. Von der kleinen Schraube bis zur kleinen Schelle. Hast du nicht gesehen, gibt's das nicht. Also, leider geil. Wie lange sind wir schon wieder online? Live, nicht Aufnahme? Hey, das liegt einfach nur daran, dass wir einfach sehr, sehr viele Livestreams machen. Immer dann, wenn frei ist. Weil ich das einfach besser finde. Ja, wenn ich schon so wenig Zeit habe für Videos drehen, sag ich mal. Ja, möchte ich dann halt lieber eine direkte Kommunikation. Und das geht im Livestream einfach super duper. Sind schon so ein kleiner verrückter Haufen. Aber, ja. Oh, ich vergesse das mal. Ich finde das... Hallo? Oha! Nicht, nein! Lass mich! Was ist das denn? Katastrophe! Was war das denn? Oh, nein, du! Immer dieser Eigenwille vom Spiel. Kann ja wohl nicht angehen. Teufelskram. Echt? Hallo? Tütüt, Mädels. Oh. Hallo? Man kennt es. Tut mir leid. Müssen wir das halt so machen. Da legt sie sich mitten hin. So, zack. Mädels, ey. Reicht. Den anderen ziehe ich nachher rein. Kriegt man schon schlechtes Gewissen? Ja, komm jetzt hier weg. Aua. Wo ist der Bulle denn?
Wo ist der Bulle? Ist er draußen? Habt ihr den Bullen gesehen? Euter, euter, euter. Da ist er! Darf ich vorstellen? Bruno. Sollte man, ja, nicht reizen, könnte sehr aggro werden, der gute Mann. So, jetzt muss ich aber einmal kurz hinten zu meinem letzten Schlag, wo wir letztens Gülle gefahren haben. Ja, ich weiß, danke, liebes Headset. Das war mein Headset. Sagt, dass der Akku geladen wird vom Headset. Da haben wir erst Gülle gefahren, dann habe ich Kalk gestreut, dann haben wir den Kalk eingearbeitet mit der Scheibenecke. Wir hätten das auch eher machen können. Erst Kalk streuen. Allerdings aber Stoppeln hatten wir noch runtergenommen, weil da waren vorher Sonnenblumen drauf. Stoppeln runter mit der Messerwalze. Ja. Also, es ist eine Menge zu tun. Ich glaube, dass das würde jetzt echt den Rahmen sprengen, sag ich mal. Außerdem sind wir jetzt hier gerade dabei. Achso, ich wollte euch noch was zeigen, bevor wir abhauen. Ich habe nämlich vom Agrario, auch im Mod-Hub, gibt es ein Güllebecken, wo ihr halt, wenn ihr noch keine Gülle habt, könnt ihr die zum Beispiel kaufen. Ja? Ist erstmal eine gute Notlösung. Ich habe sie hinten hinterm Viehhändler, weil der Viehhändler produziert ja auch in dem Sinne. Irgendwie müssen die ja auch Gülle produzieren. Die scheißen und pissen ja auch die Viecher. Ja, ist alles gut. Also, da kommt nachher, habe ich nämlich leider verdammelt. Ich öde. Gerste rauf. Brauche ja Stroh, gell? Erstmal für die kleinen HD-Ballen für die Kälber und dann einmal für die Rundballen. Weil das finde ich nämlich, den Bierhändler, den finde ich, oh, da ist... Das ist richtig geil. Hier früher wäre, ne? Sag mal, Klaus Günther! Ich zahle das nicht. Scheiße, wer auffährt, hat Schuld, ne? Das wollte ich ihm gleich nochmal zeigen. Ich habe da ein Güllebecken hingesetzt und ich habe da auch einen Feldweg gemalt, der richtig gut geworden ist, finde ich. Jetzt zeige ich erstmal das mit den Viechern. Ich finde das so richtig geil gemacht. Dann sind wir auch schon bei... Na gut, gehen wir doch ein bisschen rüber. Enten. Hühner, ja klar. Irgendwo flitzen hier auch Küken rum. Es sei denn, der Fuchs hat sie geholt. Es gibt sie wirklich. Ich habe mir das nicht eingebildet. Oder die sind an der McDonalds verkauft worden. Ups. Hier natürlich Schweine mit Häkeln. Ziegen und Schafe. Wo sind die Lämmer hin? Sind im Juni. Ah, deswegen. Wir werden nämlich auch Ziegenkäse herstellen. Meine Fresse, was ein Bock, wa? Kälber, ganz klar. Pferde, nee, ist nicht mein Ding. Aber auch süß gemacht mit den Fohlen hier. Und ganz besonders die Tiergattung Sack. Apropos Sack, der Getränkehändler, der Abfüller, da müssen wir einmal hinjumpen, kurz gespeichert. Der Lohnabfüller, so schimpft sich das. Man achte auf den Namen. Lohnabfüllung? Piep, piep, piep. Sack. Also die Lohnabfüllung nennt sich Dickensack. Ein Schelm, der was anderes denkt. Sorry. So, jetzt wollen wir euch, jetzt fahre ich mal kurz hinten. Hier hinter dem, mit Absprache von den Herrschaften hier, von der Viehhändlerei, ne?
haben wir dann Gölle-Basen gesetzt, wo ich von denen dann die Gölle abkaufe. Eigentlich könnten sie mir die auch mich dafür bezahlen, dass ich ihre Gölle auf meine Flächen bringe. Oder auf Flächen von Kunden. Das Problem ist, irgendwie kriege ich hier keine Mission. Obwohl ich die Version 1.0011 habe. Aber die zweite, also die Supporter-Version, die etwas neuere, die vor ein paar Tagen kam. So, hier ist mein Feldweg jetzt. Hier. Ich hab den ersten Feldweg für mich gemalt. Mit verschiedenen Texturen. Erst den Boden, so eine Matschtextur. Dann halt eine andere Textur drüber gelegt, damit das... Also rüber gemalt, damit das dann auch aussieht, als ob das hier so ein bisschen modderig ist. Ich fand das eigentlich ganz gut für meinen ersten Feldweg. Malen. Das ist wie malen nach Zahlen fast. Die Wiese gehört mir, eher gesagt, die ist gepachtet. Ist schon nicht scheiße mit dem geworden, also. Das ist halt auch mal, ne? So, hier ist das Basen. Hab ich hier hinten gesetzt. Gülleleitung läuft natürlich von, ne, bis darüber. So, aber es soll es auch gewesen sein. Ich sag vielen lieben Dank fürs Zuschauen für heute. Wir sehen uns sicherlich in meinem Urlaub in den Livestreams nochmal. Wenn meine Internetleitung mal wieder funktioniert heute oder Techniker kommt von Vodafone, Sonderkündigung bei Vodafone ist raus. Ich sag vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Bis dahin, Mock out. Wir sehen uns auf Twitch wahrscheinlich eher als wieder hier, denke ich. Mal schauen, mal gucken. Bis dahin, Mock out. Wir sehen uns. Bleibt gesund.